Ja, grüß euch, wieder zu Gran Turismo 6. Diesmal gibt's von mir, wie beim letzten Mal angekündigt, die Missionsrennen in der nationalen A-Liga. Die internationale B-Lizenz habe ich freigeschalten, aber ich habe gesagt, ich mache jetzt noch die Missionsrennen, weil die doch auch immer ein bisschen eine Herausforderung sind und deshalb auch recht interessant. Gut, fünf Stück sind's. Das erste findet auf Brands Hatch statt. Und zwar fahren wir da mit irgend so einem Renault-Kübel. Ja, mit einer Renault Sport Mégane RS Trophy, bla 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 bla. Und natürlich wird auch hier wieder die Traktionskontrolle ausgeschalten, damit die ganze Geschichte ein bisschen interessanter wird. Ja, nichts wirklich Neues, kennen wir alle schon. Zum einzigen Unterschied, diesmal halt mit Gegner auf der Strecke. Zusätzlich noch. Schauen wir, ob das ein bisschen interessanter wird. 29,5. Also es gibt wieder Zielzeiten. Es geht nicht darum, den zu überholen, sondern primär zählt die Zeit. Wenn man gute Zeit haben will, dann muss man den halt einfach überholen, weil sonst wird das nichts. Aber so richtig schwer, denke ich, ist das jetzt noch nicht. Es ist vielleicht schon ein bisschen mehr fordernder, wie so manches Rennen, aber grundsätzlich würde ich sagen, so richtig schwer ist das meine Augen eigentlich noch nicht. 28,8, also die Goldzeit locker erreicht. Schau, jetzt überholt er mich wieder, der Kamerad, oder? Na, doch nicht. Egal. Schauen wir uns das zweite Rennen an. Das findet in Madrid wieder auf dem Stadtkurs statt und zwar mit einem echt geilen Fahrzeug mit diesem Trans Am Firebird. Ein Pontiac ist das, ganz ein legendäres Auto. Aus vielen Filmen kenne ich das noch. Sind zwar schon alte Filme, klar, Auto ist auch nicht mehr das frischeste. Aber ist einfach eine geile Karre und mit der fahren wir da jetzt ein paar Runden auf Madrid und müssen wieder so einen Kollegen dabei überholen und eine Zeit von 34 Sekunden erreichen. Alleine der Sound finde ich schon geil von dem Auto. Typisch Ami halt. Viel Hubraum. Das macht sich natürlich im Sound bemerkbar. So, da ist wichtig, wie man das anbremst, Schwung mit rausnehmen und da den Freund, der ja auch in einem Klassiker unterwegs ist mit seinem Mercedes da, überholen, da einfach da die letzte Kurve rausziehen, beschleunigen und gut ist die Geschichte. 33,4, auch da ist die Goldzeit. Nicht wirklich so ein Problem. So, schauen wir uns das dritte Rennen bei den Missionsrennen an. Jö, und das findet zur Abwechslung mal am Matterhorn statt. Habe ich ja schon gesagt, bei der Gornergrad Liga, dass man das die Strecken da an und für sich taugen. Und ich denke, das wird jetzt bei der Prüfung genauso sein. Dadurch, dass ich ja die Gornergrad-Liga schon gefahren bin, kenne ich natürlich die Strecken schon ein bisschen und ich kenne auch diese Passage. Das ist diese langgezogene Linkskurve, die dann ziemlich zum Schluss eng wird, in ein Bergaufstück geht. Ja, einfach eine Passage, wo man irrsinnig viel Zeit liegen lassen kann, aber auch gut machen kann. Hier ist es nun die Aufgabe, drei Kollegen zu überholen und das auf der engen Strecke. Ja, da muss man schon das Ganze ein bisschen präziser gestalten. Gleich einmal den ersten aus dem Windschatten da in der Kurve innen überholen, da wieder in den Windschatten gehen, schauen, dass man den da innen überholen kann und den kann man sich, glaube ich, im Prinzip aussuchen. Ich habe in dem Fall jetzt außen überholt. Genau, da jetzt den Schwung mit draufnehmen. Aufpassen, da wird das Auto wieder ein bisschen leicht. Und schon sind wir im Ziel mit 37,067. 37,3 hätte gereicht. Ist jetzt nicht die
überragende Zeit, aber ich denke, ich habe es recht gemütlich dann nach Hause gefahren. Warum soll ich mich mehr anstrengen? Mehr wie Gold gibt's nicht. Der Rest ist nur fürs Ego. Gut, nächste Prüfung oder nächstes Missionsrennen, wie es da so schön heißt, findet auf Apricot Hill statt, ist in der Nacht und wir fahren mit dem KTM Expo. Ja, da schlagt das Österreicherherz höher. Naja, so toll ist der auch wieder nicht, aber es gibt, ist auch schön, dass es auch Autos aus Österreich gibt, die die Welt kennt. Und mit so einem fahren wir da jetzt dann wieder mal ein paar Meter. Der ist jetzt natürlich hier im Standard-Setup ohne Traktionskontrolle. Das macht die Geschichte ein bisschen heikel. Ich habe den schon ein bisschen fahrwerkmäßig getunt, dass er ein bisschen stabiler wird. Also für mich ist er ein bisschen stabiler. Könnt ihr in meiner Folge 9, glaube ich, ist das, eine Runde Expo auf der Nordschleife sehen. Da zeige ich euch auch die Einstellungen dazu. Ansonsten gibt es da nicht viel zu sagen. Es sind wieder drei Kollegen zum Überholen. Auch das habe ich jetzt nicht wirklich so als schwer empfunden. Das, was hier am schwierigsten war, ist ein bisschen das Fahrzeughandling, weil er ja doch ein bisschen zum Übersteuern neigt, der gute Expo. Aber wenn man sich die Zeit anschaut, so schwer war das nicht. Und somit kommen wir jetzt zum letzten Missionsrennen. Und das ist jetzt wieder ein bisschen interessanter, weil wir fahren endlich wieder mal eine ganze Runde. Und zwar mit einer Corvette, mit der Stingray C7. Auch hier natürlich wieder raus mit der Traktionskontrolle. Die Amis haben ja den Ruf, immer heckschleudern zu sein. Wobei das bei den moderneren auch schon immer ein bisschen besser wird. Aber trotzdem kann man den eigentlich noch recht gemütlich ohne Traktionskontrolle fahren. Da haben wir jetzt wieder die Situation, dass der Gegner so, glaube ich, 3 Sekunden oder 4 Sekunden vorher startet. Dann darf erst ich starten. Genau, schöner Kavaliersstart ohne Traktionskontrolle. Und dann schauen wir mal, ob wir den Kameraden da vorne einholen. Gleich da mal mit ein bisschen Schwung durch die Kurve. Ja, Windschatten. Und an ihm vorbei. Reinbremsen in die langgezogene. Finde ich alles keine so große Hexerei. Schön innen bleiben, nicht zu früh aufs Gas. Sonst kommt man da raus. Genau einen richtigen Punkt abwarten. Da wieder mit Gefühl reinbremsen. Schön nach innen ziehen. Und hier auch wieder ein bisschen nach außen treiben lassen und da über den Scheitelpunkt reinziehen. Das ist auch immer ein bisschen eine tricky Kurve, bei der bin ich nämlich grundsätzlich immer zu spät auf der Bremse. Das ist eine Krankheit von mir. Ja, und jetzt kommt halt diese ganz, ganz schnelle Rechtskurve, die langgezogene. Naja, das ist teilweise ein bisschen eine unstabile Geschichte, weil sich der Kurvenradius ständig ein bisschen ändert. Speziell gegen Ende zu wird er dann enger, so wie hier. Hier muss man dann wirklich zurückschalten. Und hier muss man echt Geduld üben zum Schluss, weil wenn man da zu früh aufs Gas steigt, ist man links weg von der Strecke. Und das wollte ich nicht. Also ein bisschen Geduld, bevor man aufs Gas steigt und beschleunigt. Und dann, ihr seht, ist auch das keine große Hexerei. Grundsätzlich hat mir die ganze Geschichte jetzt an und für sich schon Laune gemacht, weil es doch wieder ein bisschen Herausforderung ist mit den Missionsrennen, aber so super toll habe ich es noch nicht empfunden. Umso mehr bin ich jetzt gespannt, nachdem ich mal das Auto da abgeholt habe, umso mehr bin ich jetzt natürlich gespannt, wie das bei dieser Red Bull Challenge sein wird. Da habe ich ja schon ein bisschen gehört, die ist vom Schwierigkeitsgrad bisschen schwieriger, ein bisschen fordernder. Ich sage jetzt ganz einfach einmal, ich lasse mich überraschen. Und schauen wir mal. Ja genau, da ist die Red Bull Challenge, ist jetzt verfügbar. Das ist, weil ich zuerst die internationale B-Lizenz freigeschalten habe. Darum schreibt er mir das jetzt. In der Red Bull Challenge können Sie die
Fahrzeugserie, was? Lassen Sie sich von Sebastian Vettel beibringen, wie man schnellsten Rennboliden der Welt fährt. Der sollte man lieber beibringen, wie man schneller lesen kann, dann kann man den Text auch mitlesen. Nein, ich bin ja selber schuld, ich habe einfach viel zu früh am Knopf gedrückt. So, das war's. Beim nächsten Mal bei der Red Bull Challenge. Bis dahin, danke fürs Zuschauen und pfiat euch!